So, damit hätten wir den Tagesordnungspunkt 26 geschafft und machen jetzt weiter, wie bei der Tagesordnung beschlossen, mit 20.5. Und da ist Photovoltaik bei städtischen Gebäuden rasch ausbauen, die Überschrift. Es ist ein Antrag von Bündnis 90 Die Grünen. Die können uns ihn einbringen. Dann haben wir ein Rederecht vereinbart und ich habe drei Anträge vorliegen von FDP, Grünen selber, das können Sie gleich mitmachen, und Linke, die eingebracht werden können. Und dann steigen wir in die Fraktionsrunde ein und die Dissidenten würden starten. Bitte schön, Herr Dr. Deppe. Okay, gut. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Was Sie jetzt dort vor sich sehen, ist das Dresdner Zentrum einmal anders betrachtet. Es zeigt die Dächer unserer City und ihr Potenzial für die Gewinnung von Solarenergie. Rot sind Flächen, die bestens geeignet sind, das bedeutet mehr als 900 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Orange solche, die gut, und gelb solche, die mit 600 bis 800 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr immer noch einwandfrei geeignet sind für PV-Anlagen. Diese Darstellung beruht auf einer sehr akribischen Untersuchung des Instituts für ökologische Raumentwicklung in Dresden, die in diesem Frühjahr vorgelegt wurde. Und wenn man diese Untersuchung nimmt, dann könnte danach Dresden mit Solarenergie bei konservativer Rechnung 28% seines Strombedarfs decken. 28%. Viele der in Betracht kommenden Gebäude sind als Schulen, Kitas, Krankenhäuser oder Verwaltungsgebäude in städtischem Eigentum mit großen Dach- und Fassadenflächen und damit hervorragend geeignet. 2017 haben wir im Stadtrat hier einen Beschluss gefasst, dass jährlich 10.000 dieser Dächer für die Errichtung von PV-Anlagen auszuweisen sind, entweder in Eigennutzung der Stadt oder als Pacht. Zur vollen Realisierung dieses Beschlusses ist es leider erst 2021 gekommen. Unser Antrag soll nun deutlich mehr Dynamik in dieses Geschehen bringen und damit einen Beitrag zur Energiewende leisten, die wirklich, wenn wir Klimaneutralität 2035 erreichen wollen, es erfordert, dass wir eben auch diese hervorragenden Potenziale im Bereich der Solarenergie in Dresden nutzen. Statt 10 sollen jetzt mindestens 30 Dächer pro Jahr mit PV-Anlagen versehen werden und wir haben dafür eine Mindestleistung von 2000 Kilowatt Peak vorgesehen. Die Zahl ist nicht willkürlich gegriffen, sondern resultiert aus den realisierten Leistungen 2021 und 2022 mit einem leichten Zuschlag. Wir wollen mit diesem Antrag jetzt auch der von Ihnen, Herr Hilbert, in Ihrem Wahlkampf 2022 groß angekündigten PV-Offensive ein bisschen auf die Beine helfen. Dazu müssen jetzt aber auch Bestandsbauten einbezogen werden. Wo das möglich ist, weiß die Stadtverwaltung, denn das wurde schon in Erfüllung des Stadtratsbeschlusses 2017 bereits erhoben. Zu den Bestandsgebäuden unserer Stadt gehören aber nun auch solche, die unter Denkmalschutz stehen. Denkmalschutz und Photovoltaik schließen sich aber nicht aus. Das bekräftigt auch die veränderte Bundesgesetzgebung, die Errichtung von Anlagen erneuerbarer Energien als prioritäre staatliche Aufgabe definiert. Und es gibt eben inzwischen auch viele technische Lösungen, wie das Ganze vonstatten gehen kann und wie Photovoltaik an Gebäuden kaum sichtbar wird und dem Denkmalschutz damit sehr gut gerecht werden kann. Es wäre also gut, wenn wir das auch in Dresden machen und am besten mit dem großen Potenzial unseres Kulturpalastes anfangen. Dazu gibt es eigentlich bereits sehr konkrete und gute Pläne. Da der Punkt zum Denkmalschutz
in dem Bericht des federführenden Ausschusses aber keine Mehrheit gefunden hat, stellen wir den Punkt 2, also da geht es um den Denkmalschutz, nochmal mit unserem Ergänzungsantrag zur Abstimmung. Es gibt nun auch aber einen Ergänzungsantrag der Linken, der das noch so ein bisschen modifiziert, und dem können wir uns durchaus auch anschließen, wenn der dann als erstes zur Abstimmung gestellt wird. Eigentlich geht es darin aber um Selbstverständlichkeiten, denn es geht um Wirtschaftlichkeit und anderes, und die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage, die ist aber auf jeden Fall gesichert, wenn man eben das, was Sie im Bild 1 gesehen haben, nimmt und dort eben entsprechend gut geeignete Dachflächen auswählt. Dann gibt es einen Ergänzungsantrag der FDP-Fraktion, und zu dem lässt sich sagen, dass sich der zunächst ganz gut anhört. Auch wir wollen, dass Bürgergenossenschaften andere dritte Dächer der Stadt pachten können. Aber es ist uns auch wichtig, dass wir jetzt schnell vorankommen. Und dafür brauchen wir eben auch das, was bereits stattfindet, nämlich die Inhouse-Vergabe via EVD an die Sachsenenergie. Und nun haben wir vorhin noch mal drüber geredet, und die FDP-Fraktion ist jetzt bereit, ich denke, Herr Blödner wird das gleich noch darstellen, da bei diesen öffentlichen Ausschreibungen auf 25% zurückzugehen. Und ich denke, das ist ein guter Kompromiss, und von daher können wir eben auch diesem FDP-Antrag zustimmen und bitten dann insgesamt um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. So, wir kämen damit zunächst zum Rederecht, was wir vereinbart hatten für den Herrn Hopfer. Ich darf Sie nach vorne bitten, auch Sie haben 5 Minuten Redezeit, und das Mikro ist Ihre und unsere Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, erstmal vielen Dank, dass ich diesen kurzen Redeslot bekomme als Gastbeitrag. Wer bin ich? Sebastian Hopfer, mein Name, gebürtiger Dresdner, und vertretend als CEO für die Heatec möchte ich so ein bisschen zeigen, dass auch in Dresden Photovoltaik bereits verfügbar ist und auch gemacht wird, und möchte Sie in den nächsten 5 Minuten einfach mal so ganz schnell auf eine Reise nehmen, auf was weniger als 15 Minuten von hier entfernt produziert bzw. produziert wird, was hier und passiert. Im ersten Schritt möchte ich Sie ein bisschen in unsere Fertigung mitnehmen. Was sehen wir da? Eine hochmoderne Fertigung auf 5000 Quadratmetern mit einem Invest größer 75 Millionen. Mehr als 250 fleißige Mitarbeiter kümmern sich jetzt schon darum, dass wir Photovoltaikmodule auf eine andere Art und Weise herstellen. Wir sparen uns die Glasscheibe ein und stellen ein sehr leichtes Produkt her, was sich wickeln kann, was viel dünner ist, was sich da ganz besonders abhebt von der klassischen PV. Das machen wir auf 5000 Quadratmeter. Wenn ich das vergleiche mit einer herkömmlichen Fertigung, zur Einordnung, ist das extrem klein, einfach vom Footprint, was das Gebäude braucht und auch das, was an Energie reinfließt. Schauen wir 2 Jahre nach vorn, stellen wir uns eine Maxkapazität von 2 Millionen Quadratmetern und können dann schon auch einen ordentlichen Beitrag zur Energiewende leisten. Ganz viel gesagt zur Fertigung. Jetzt möchte ich Ihnen kurz unser Produkt zeigen. Ich habe es schon gesagt, es ist ultra leicht. Wir haben keine Glasscheibe, wir können es damit rollen und wickeln. Es ist ultra dünn, und wenn ich sage, es ist ultra leicht, als Vergleich, herkömmliches Solarmodul größer 20 Kilo, unseres kleiner 2. Das macht dem Solateur Spaß, weil der keine Konstruktionstechnik braucht, weil der das viel einfacher aufs Dach bekommt, an die Fassade bekommt. Und jeder, der schon mal tapeziert hat, sage ich Ihnen ganz ehrlich, das ist schwerer als unser Modul auszurichten und an den Flächen zu installieren. Und das wird häufig vergessen, wir sind temperaturunabhängig. Sprich, wenn ich so einen mittlerweile gewohnten, sehr warmen Sommer habe, dann degradiert oder fällt die Leistung unseres Moduls bei hoher Temperatur nicht ab. Alle anderen, sage ich mal Mitkonkurrenten, denen steht das ins Haus. Sprich, wenn ich über den Tag ein warmes Modul habe, sinkt die Nennleistung. Dann nehme ich Sie ein bisschen mit, wo sind wir schon zu finden? Wir sind zu finden in Berlin, wir sind in Bergheim-Pfaffendorf, was in Nordrhein-Westfalen ist.
Und wir möchten ein bisschen Einblick geben. Da sind wir an der Fassade, da sind wir an einem Silo und wir suchen so ein bisschen im Slogan eigentlich die schlimmste Fassade in Deutschland und in Europa und würden die gerne mit unseren Modulen verschönern. Dazu komme ich gleich. Ich möchte Sie ein bisschen nach Spanien mitnehmen. Da sind wir auf Windrädern, da sind wir im Hafen von Barcelona und da kann man, denke ich, ganz gut sehen, was der Unterschied ist. So ein Solarmodul mit einem klassischen Profilrahmen, das kann ich nicht biegen oder nur begrenzt. Und hier kann ich alte Bitumdächer einfach wieder schön dastehen lassen. Ganz links, Südkorea, sind wir besonders stolz drauf, weil das ist vom Ertrag her die größte OPV, organische Photovoltaikanlage, die man sich vorstellen kann. Und die hängt bei Samsung, was für uns sehr schön ist. Und Sie hatten es schon gesagt, das ist auch so ein bisschen dann schon mein Schlusswort. Wir brauchen sowas auch in Dresden. Wir würden gerne als Firma, weil wir sind in der Nähe vom Elbepark, auch unseren Kunden, die da sehr oft bei uns sind, sagen, wenn Sie 10 Minuten weiterfahren, dann schauen Sie sich doch da die Anlage an. So sieht sie aus. Und da sind wir ganz kreativ. Wir suchen, wie schon gesagt, die schlimmste Fassade in Dresden. Wir suchen Leichtbaudächer, wo ich mit einem normalen Solarmodul und einer Konstruktion nicht draufkomme. Und da habe ich einfach ein paar Beispiele aufgelistet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, jetzt frage ich mal in der Reihenfolge, wie es bei mir hier draufsteht, ab, ob die Änderungsanträge zunächst eingebracht werden sollen oder ob in der Fraktionsrunde FDP, Linke, mach's gleich. Also, auf geht's, Herr Wirtz. Sehr gerne, Herr Oberbürgermeister, diese Produktvorstellung wurde Ihnen präsentiert von den Grünen. Firma Heliatec, Verlust im Jahr 21, wenn ich mich richtig erinnere, 36 Millionen. Bilanz 21, 124 Millionen Verlustvortrag aufsummiert. Können Sie bei Norfdata nachgucken oder im Unternehmensregister. Der Nachteil dieser Folien ist uns ja nicht gesagt worden. Die Folien haben nur den halben Ertrag einer normalen Solarzelle. Das heißt, wenn wir mit den gesamten Dächern, die Herr Dr. Depper uns hier bei dem Mäusekino des Solarkatasters gezeigt hat, bringen, dann würden wir nur 14% des Stroms in Dresden schaffen. Es ist sicherlich für besonders leichte Dächer ist es eine Möglichkeit, für andere Anwendungen, was weiß ich, wenn man das auf irgendwelche mobilen Dinge macht, aber ob man damit mit 14% auf allen Dresdner Dächern dann die Stromprobleme löst, ist die Frage. Noch ein Wort zum Solarkataster, was hier präsentiert worden ist. Man hat es ja gesehen, auch die Wandelgänge auf den Galerien des Zwingers waren hier als besonders geeignet gezeichnet. Es ist ja keine Untersuchung gewesen, sondern es ist eine Spielerei mit einem GIS 3D-Modell, wo gesagt worden ist, wenn die Dachfläche in eine bestimmte Richtung zeigt, machst du rot. Die Fassade machst du blau, wenn sie nach Süden geht und wenn es eben nach Südwesten geht, ein bisschen abgeneigt wird, wahrscheinlich machst du es gelb. Also das sieht man ganz deutlich, da sind noch also sehr bizarre Fehler in diesem Solarkataster drin und außerdem, dieses Solarkataster gab es schon 2013 in 2D im Stadtmodell. Das ist einfach jetzt in 3D umgesetzt worden, also es ist eine dieser Täuschungen und man sieht es ja auch am gesamten Antrag, er nimmt Bezug auf einen Antrag 2017, wir haben also kein Beschlussdefizit, sondern ein Realisierungsdefizit, nimmt dann weiter Bezug auf den Antrag 2019 oder CDU, ist da glaube ich damals gestellt worden, wo auch drin steht, dass die Verwaltung beauftragt, das Energie- und Klimaschutzkonzept zu überarbeiten und das ist bis heute nicht geschehen. Also im 2020 haben wir es beschlossen, also im vierten Jahr der Bearbeitung haben wir noch kein neues Energie- und Klimaschutzkonzept. Insofern ist Wirtschaftlichkeit bei Photovoltaik schon ein Problem. Wer sich da beruflich schon mal ein bisschen blutige Nasen geholt hat, wenn dann gesagt worden ist, machen wir eine Statik dafür, man stellt fest, es geht nicht, ist die Enttäuschung immer groß. Dieses Solarkataster sagt nichts über die technischen Schwierigkeiten aus, über die Eignung der Dächer, sondern es ist einfach eine Himmelsrichtungsspielerei am Stadtmodell. Deswegen ist es uns wichtig, dass wenn das auf dem Kulturpalast gemacht wird, also wir haben es auch abgefragt, auf dem Kulturpalast eine herkömmliche Solaranlage, nicht mit den Folien, die hier präsentiert worden sind, sondern mit herkömmlichen Solarmodulen, würde 17% des Strombedarfs decken.
den der Kulturpalast braucht, kosten ungefähr 500.000 und keine Komplikation auftreten. Man kann zugegebenermaßen damit erstmal im Prinzip dann auch Geld sparen im Strom, der Stromgewinnung, das ist vollkommen klar. Es dürfen natürlich keine weiteren Komplikationen auftreten, technischer Natur, und es ist bis dato noch keine Wirtschaftlichkeitsberechnung aufgestellt worden, weil noch nicht alle, der ganze Aufwand im Prinzip geschildert werden kann. Insofern ist es uns schon wichtig, der Punkt 2 ist mal im Ausschuss rausgestimmt worden, jetzt ist er per Ergänzungsantrag wieder rangekommen. Wenn dieser Ergänzungsantrag so gefasst wird, dann möchten wir gerne, dass die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen wird, und wir möchten vor allen Dingen auch, dass geschützte Bauwerke nicht beeinträchtigt werden, dass der Umgebungsschutz eingehalten wird, die Stadtzuleite nicht beeinträchtigt wird, Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage auf dem Objekt nachgewiesen wird. Das haben wir im Prinzip, der Antrag liegt Ihnen vor. Das ist schon öfters mal vertagt worden, dieser ganze Antrag, der Ergänzungsantrag. Da ist das dann fett reingedruckt, was wir bei den Grünen ergänzen würden. Wir halten das für wichtig, weil es gibt, ehe man an denkmalgeschützte Gebäude rangeht, mit dem gesamten Aufwand, der da getrieben werden muss, mit den Veränderungen, die es dann gibt, die mit einmal angeblich nicht mehr wichtig sein sollen, ist es so, dass wir genügend andere Flachdächer hätten, wo wir Photovoltaik draufbringen können, wo die Flächen groß sind, wo sie nicht stören, wo sie vielleicht auch gar nicht zu sehen sind. Insofern müssen wir im Prinzip jetzt nicht irgendwo noch überall im Prinzip diese im Prinzip Symbolpolitik machen, indem wir im Prinzip besonders exponierte Baudenkmäler mit Solaranlagen versehen, die das nur, um es irgendwie symbolisch darzustellen, bringen, aber technisch gar nichts bringen oder vielleicht noch einen besonders hohen Aufwand betreiben. Insofern bitten wir um Zustimmung zu diesem Punkt 2 nach unserer Ergänzung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Die Sie dann beginnen, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Ja, worum geht es bei diesem Tagesordnungspunkt? Es geht bei diesem Tagesordnungspunkt um mehr Photovoltaik auf Dresdner Dächern. Und ich könnte jetzt quasi mit dem gewohnten Klassiker anfangen, warum Photovoltaik gut ist, warum Photovoltaik notwendig ist. Es ist produziert CO2-neutralen Strom, es ist ein Beitrag, die CO2-Budgets von uns einzuhalten, es verhindert dann dadurch, wenn wir Glück haben, Kipppunkte, Kyoto, Paris und so weiter und so fort. Kann ich alles machen, Klimakatastrophe abwenden, allein fast alle auf dieser Seite, bei denen renne ich dann offene Türen ein. Sehr viel auf dieser Seite, ungefähr ein Drittel von diesem Stadtrat, da renne ich aber gegen eine Wand. So, weil mit Menschen, die einfach nicht an Klimawandel glauben, muss ich auch nie über den Klimawandel reden. Deswegen werde ich den Rest meiner Rede über wirtschaftliche Aspekte sprechen, weil ich hoffe, dass selbst als wirtschaftliche Aspekte vielleicht dann doch noch ziehen bei Menschen, die ansonsten das alles für Scharlatanerei halten. Also, ganz unabhängig, was für eine Investition ich mache, wenn ich eine Investition tätige und die läuft 30 Jahre und nach 15 Jahren hat die sich amortisiert. Also nach 15 Jahren habe ich so viel Geld eingenommen, wie ich am Anfang ausbezahlt habe, dann ist diese Investition lohnend, ja, weil ich mehr rauskriege, als ich reingetan habe. Und bei Photovoltaik ist das, und Herr Würz hat ja recht, man muss das prüfen, man sollte natürlich keinen Quatsch bauen, aber bei Photovoltaik ist das in sehr, 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 sehr vielen Fällen der Fall, dass es sich wirtschaftlich rechnet. Oder anders gesprochen, wer nicht Photovoltaik, wenn es sich wirtschaftlich rechnet, auf sein Dach wirft, ist dumm. So. Und das ist das eine. Und wenn man jetzt aber nochmal in die Wirtschaftlichkeit hineingeht und es nochmal differenziert, dann haben wir einmal halt die volkswirtschaftlichen Aspekte. Und bei den volkswirtschaftlichen Aspekten, in ganz kurz gesagt, ist zuerst einmal, wenn ich Photovoltaik auf meinem Dach habe, dann ist meine Energiewertschöpfungskette hier. Ja? Ich stelle selber in Dresden Strom her und ich muss dafür nichts anderes einkaufen. Die Wertschöpfung ist da und auch die Menschen, die das da hochgeschafft haben, also die Produktionsanlagen, um es so zu sagen, die sind auch hier, die sind hier zusammengebaut worden, die sind hier aufgebaut worden. Zweitens, volkswirtschaftlich gesehen, haben wir viel weniger Abhängigkeiten.
Ja, es wird immer so gesagt, oh je, Deutschland muss jetzt Strom importieren. Ja, aber was ist denn mit dem ganzen Gas und dem Öl und dem früher Uran, was wir importiert haben? Das wurden wir auch immer importiert. So, das heißt, jede Kilowattstunde, volkswirtschaftlich gesehen, die ich Photovoltaik habe, bin ich weniger abhängig von dem Ausland. Und das dritte Argument ist mein Lieblingsargument für die AfD, die schönen deutschen Euros bleiben hier. Ja? Muss man sich mal drüber, mal drüber nachdenken. Also wir haben immer unser Geld so schippenweise ausgegeben für so tolle, hochwertige Sachen wie Gas und Öl. Ja, schippenweise schippen wir das nach Russland oder Saudi-Arabien oder so. Und noch eine Million. Mein Gott, wäre doch schön, wenn das alles hier bliebe. So, ich meine, ich frage mich sowieso, warum die AfD gegen unser Land ist, wenn sie dauernd das Geld verschenkt und irgendwie nach draußen will. So, also... Volkswirtschaftlich gesehen gibt Photovoltaik ausgesprochen viel Sinn. Dann noch die letzte Minute. Es gibt natürlich auch lokal Sinn für hier, für Dresden. Weil wir haben hier in Dresden, wir haben nicht nur die Sachsenenergie, wir sind als Stadt die Sachsenenergie. Uns gehört die Sachsenenergie. Und die Sachsenenergie momentan verbrennt zentral irgendwo Gas und macht daraus Strom und Wärme. Das ist auf Dauer kein sinnhaftes Betriebsmodell. Das heißt, die Sachsenenergie muss diversifizieren, wie es so schön heißt, oder die Sachsenenergie muss an verschiedenen Stellen dezentral Energie herstellen, ja, und das dann in Dresden unter der Hand Sachsenenergie als die zentrale Energiedienstleisterin von Dresden. Das kann sie aber nur werden, wenn sie endlich mal ans Machen kommt. Und dafür ist dieser Antrag sehr gut, denn wir kriegen dann an vielen, vielen, vielen Stellen auf kommunalen Gebäuden kleinere, mittlere, größere Solaranlagen und die Sachsenenergie kann das mal einüben, kann das dann auf den privaten Sektor ausdehnen, weil wenn wir das nicht machen, ist, so ist meine Vorhersage, die Sachsenenergie vielleicht in 10 Jahren nicht mehr da und das wäre nicht gut. 1, 2, 3 Worte noch zu den Ersetzungsanträgen. Also Grüne ist selbstredend, super Sache. Linke, ja, Wirtschaftlichkeit sollte man prüfen, auch super Sache. FDP, gerade wenn es modifiziert ist, auch super Sache. Also Dissidenten, ich als Person, als Pirat, stimme allen Ergänzungsanträgen zu, stimme diesem Antrag zu und ich hoffe, dass er heute eine Mehrheit kriegt. Dankeschön. Dankeschön. Dann machen wir weiter, AfD-Fraktion. Herr Laczynski. Ja, der deutsche Euro, genau. So viel zur Währungsunion, ne? Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, Herr Schulte-Wissermann, auf Ihr fehlendes volkswirtschaftliches Verständnis würde ich dann später nochmal zurückkommen. Ich würde erstmal auf den Antrag eingehen wollen. Gerne, gerne. Mit dem hier vorliegenden Antrag der sogenannten Grünen soll der Stadtrat beschließen, dass zukünftig auf mindestens 30 Bestandsgebäuden oder Neubauten pro Jahr Photovoltaikanlagen an Dächern oder Fassaden verbaut werden sollen. Schaut man sich die Historie dieser Thematik an, muss ich dem Antragsteller meinen höchsten Respekt zollen. Respekt dafür, wie konsequent man die Realität ausblenden und fernab des alltäglichen Lebens in seiner eigenen geistigen Blase immer wieder neue Luftschlösser bauen kann. Was heute hier beantragt ist, wurde vor 5 Jahren bereits nahezu wortgleich durch den Stadtrat schon mal beschlossen. Damals besagte der 5-Jahres-Plan des Grünen Zentralkomitees lediglich eine Planvorgabe von 10 Dach- oder Fassadenflächen pro Jahr. In der Umsetzung dieses Beschlusses bemühte sich die Verwaltung redlich, schaffte es aber dennoch nur im Jahr 2018 3 und im Jahr 2019 sogar nur 2 der gewünschten 10 Anlagen in Betrieb zu nehmen. Auch die beschlossene Vergabe von Dachflächen an Dritte scheiterte, wie die Stadtverwaltung in ihrer Beschlusskontrolle vom 19. Januar 2018 feststellen musste. Zitat: Für eine Verpachtung der Dachflächen wird jedoch kein großer Bieterkreis gesehen, da es sich seit den stark gesunkenen Einspeisevergütungen von 2012 die Wirtschaftlichkeit einer reinen Stromeinspeisung in das Netz kaum noch darstellen lässt. Bei einer Umfrage in anderen Städten war diese Tendenz ebenfalls deutlich. Bei 10 Antworten gab es nur 2 Städte, in denen bei Interessenbekundung vereinzelt noch Dächer an Dritte verpachtet werden. Zitat Ende. An dieser Stelle würde jetzt jeder normale Mensch sagen, in Ordnung, war ein Versuch wert. Lassen wir es halt sein. Nicht so die Grünen und jetzt aber auch die FDP, die sagen, wenn sich bisher keiner gefunden hat, der derartige Anlagen pachten und mangels Wirtschaftlichkeit betreiben will, dann müssen wir eben die Pachtverträge anpassen und auch das Ganze für Bürgerenergiegenossenschaften öffnen. Das ändert zwar im grundsätzlichen Problem nichts, aber gut, versuchen wir es halt nochmal. Die Höhe der Pacht ist im Vergleich zu den real existierenden sehr geringen Einspeisevergütungen allerdings vollkommen zu vernachlässigen. Das lässt sich durch eine ganz einfache Amortisierungsrechnung auch ganz einfach nachweisen.
Aber das wird natürlich von grüner Seite vollkommen ausgeblendet. Das Stand heute nun doch auf die 5 Jahre gesehen, immerhin 33 statt der beschlossenen 50, ja, Dr. Deppe, nicht 50, 33 sind es nur, beschlossenen Gebäude mit Photovoltaik bestückt worden, ist in erster Linie der Neubautätigkeit der Stadt und der Aktivität der Drehwerk bzw. Sachsenenergie zu verdanken. Die Sachsenenergie braucht jedoch diesen Stadtratsbeschluss nicht. Die macht das auch so und auch die Bestückung von Neubauten mit Photovoltaikanlagen findet sowieso statt, auch ohne diesen wiederholenden und verschärfenden Beschluss. Die Stadt hat es also nicht geschafft, wie 2017 beschlossen, 10 Anlagen pro Jahr auf die Dächer zu bringen. Deshalb soll sie jetzt beauftragt werden, 30 Anlagen pro Jahr auf die Dächer zu bringen. Selbst die 5-Jahrespläne der SED waren noch realistischer. Und insofern ist der Ergänzungsantrag der Linken, die Wirtschaftlichkeit beim Bau dieser Anlagen zu berücksichtigen, zwar sinnvoll und geht in die richtige Richtung. Dieser Ergänzungsantrag steht allerdings im Widerspruch zu dem Beschlusspunkt 1 der Planvorgabe von 30 Stück pro Jahr. Und diese Planvorgabe führt automatisch dazu, dass die Wirtschaftlichkeit ausgeblendet werden muss, damit das Planziel in irgendeiner Weise überhaupt erreicht werden kann. Denn die städtischen Bestandsdächer, auf denen sich Photovoltaik wirtschaftlich darstellen lässt, lassen würde, sind bereits mit Photovoltaik bebaut. Die Folge wird sein, dass sich mit diesem Beschluss heute das Wirtschaftlichkeitsfiasko von der Fiedlerstraße 30 in Dresden nun verstetigen wird. Zur Erinnerung, die Fiedlerstraße 30 war eines der Pilotprojekte zur Umsetzung des Photovoltaikantrages der Grünen von 2017. Die Anlage ging im November 2018 mit Investitionskosten von 80.000 Euro in Betrieb und erzeugte laut Beschlusskontrollen rund 36.000 Kilowattstunden, was durch Eigenverbrauch und Einspeisung einen Ertrag von rund 7.000 Euro pro Jahr einbrachte. Bereits 3 Jahre nach der Errichtung beschloss der Stadtrat dann allerdings mit den Stimmen der Grünen den Verkauf und den Abriss dieses Gebäudes. Die Investitionen von 80.000 Euro standen zu diesem Zeitpunkt einem Ertrag von gerade mal 25.000 Euro gegenüber. Die Kosten dafür hat der Steuerzahler zu tragen. So viel also zu Ihrer Amortisationsrechnung, Herr Schulte-Wissermann. Genau. Die Realität kann grausam sein. Ich wäre dennoch nicht verwundert, wenn der Stadtrat heute wieder mehrheitlich den Grünen Gefolgschaft leistet und diesen realitätsfremden Antrag eine Mehrheit verschafft. Vernunft statt Ideologie heißt der Grundsatz der AfD-Fraktion. Daher können wir diesen Antrag nur ablehnen. Dort, wo es wirtschaftlich ist, werden angesichts der derzeitigen Strompreisentwicklung ohnehin schon Photovoltaikanlagen gebaut. Da braucht es keine Vorgaben aus den Politbüros. Vielen Dank. Okay, dann machen wir weiter in der Fraktionsrunde. CDU-Fraktion, Herr Böhm. Ja, lieber erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, was soll man dazu sagen? Ich glaube schon, dass wir das Thema Solar forcieren müssen. Und man kann über den Klimawandel reden, wie man will, aber das Thema Energie und erneuerbare Energien, vielleicht bei der AfD noch nie so angekommen, aber es rechnet sich auch, und insbesondere, wenn man es selber verbraucht. So viel mal zum Thema. Wir werden diesen Antrag auch unterstützen, allerdings mit der Änderung der Linken, weil der Kollege Wirz natürlich den Finger in die Wunde gelegt hat an der Stelle, dass es natürlich wirtschaftlich sein muss und dass wir, und wir haben noch genug Dächer, alleine im Bereich vom Kollegen Donhauser bei den Schulen haben wir noch genug Dächer, wo wir ohne in höhere Kosten und Probleme zu gehen von Denkmalschutzobjekten was tun können. Aber der Antrag hat natürlich ein Geschmäckle, weil der Kollege Wirz hat es angesprochen, das Verwaltungshandeln, Herr Laczynski hat das Verwaltungshandeln auch angesprochen. Der Antrag stammt ja von den Grünen. Wir haben ja eine wundervolle Stabsstelle gegründet, die auch eingerichtet ist und die sich zentral darum kümmern soll. Ich glaube, die ist beim Kollegen Kühn, wenn ich mich, der ist gerade da, ist sie bei Ihnen. Wie gesagt, also das ist das Umsetzungsproblem. Das Umsetzungsproblem ist bei Ihnen selber im Bereich sozusagen Ihrer Parteifreundin. Und da hängt es doch. Und wir würden sicherlich viel weiter vorankommen, wenn man dort tatsächlich alles zentralisieren würde und nicht einen Teil der Arbeiten den Ämtern überlassen würde, die dann, ich sag mal, in ihrer Vielschichtigkeit in Dresden das mit einem mehr oder weniger Know-how und Werf tun würden. Über diese 30 Dächer kann man ja diskutieren, wie man will, aber ich meine, grundsätzlich ist es so, dass wir dem Thema
Solar zustimmen. Und nochmal zu dem Thema Fassaden, PV-Anlagen. Also wenn wir uns unsere schöne Stadt anschauen und dann an allen möglichen Ecken spiegelnde PV-Fassaden haben, ich glaube, das ist auch, wenn man die Beispiele gesehen hat, das waren eher Industriebauten und weniger, sage ich mal, das Dresdner Schloss. Das Dresdner Schloss, unser schöner Neumarkt, eher weniger diese Fassaden. Und mein lieber Kollege Dr. Deppe, das Mäusekino, wie es der Kollege Wirtz am Anfang gesagt hatte, das hat ja relativ wenig kommunale Gebäude aufgezeigt. Also wir sollten uns darum kümmern, wenn wir bei der Solarstrategie was wollen, dass der Bereich, der zentral das in Dresden zu handeln hat, personell mit Ressourcen verstärkt wird und dass man dort auch wirklich alles zentralisiert und uns vielleicht nicht so in Zahlenspielen hier verlieren. Wenn wir auch der Meinung wären, dass das eigentlich diese Inhouse-Vergabe sinnvoller wäre, weil wir sozusagen selber das Geld verdienen, aber wenn man sich jetzt so 25% geeinigt hat, dann soll es da an uns nicht schaden. Wie gesagt, den Antrag der Grünen, den Sie jetzt wieder hier reinmogeln wollen, der im Ausschuss keine Mehrheit gefunden hat, dem werden wir nicht zustimmen, sondern bestenfalls der Änderung. Und wenn das sich jetzt da nicht findet, dann bitten wir um punktweise Abstimmung, dann werden wir diesem eingestimmten Punkt von ihm, diesen Altpunkt, nicht zustimmen. Danke. Dankeschön. Dann machen wir weiter in der Runde. Herr Wirtz hatte schon mit den Ergänzungsanträgen. Okay, dann Herr Engel, SPD-Fraktion, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn ich mir diesen Antrag jetzt auch nochmal so durchgelesen habe, dass es hier irgendwie darum geht, dass der Stadtrat Herrn Hilbert, vielleicht auch Herrn Donhauser damit beauftragen muss, dass die mal auf die städtischen Dächer steigen und dort die PV-Anlagen installieren, weil ansonsten passiert das nicht. Und ich habe da auch so mittel den Eindruck, dass die Grünen keine anderen Mittel haben, um da irgendetwas zu tun. Und da stelle ich mir dann schon so ein bisschen die Frage, welche Geschäftsbereiche sind denn für die Umsetzung dieser Themen seit 2015 verantwortlich? Und wer besetzt denn diese beiden Geschäftsbereiche? Das sind die Grünen. So, und dementsprechend, wir werden diesem Antrag zustimmen. Ist sinnvoll, wenn es irgendwie noch mal ein bisschen Druck produziert, okay, von mir aus. Aber entscheidend wird dieser Antrag hier nicht sein. Entscheidend wird sein, was dort passiert, ob wir mit der Umsetzung da vorankommen, ob wir tatsächlich sichtbar dieses Thema immer mitdenken und ob wir tatsächlich da die Schwerpunkte entsprechend setzen. Weil es war nämlich viel zu lange noch so, dass uns im Bauausschuss Vorlagen erreicht haben, nicht nur über Bebauungspläne, sondern auch teilweise über kommunale Bauvorhaben, wo das Thema PV eben nicht mit der notwendigen Bedeutung verankert war. Und das ist dann eben schon eine Steuerungsfrage. Da können wir im Stadtrat beschließen, was wir wollen. Und dementsprechend bitte ich darum, diesem Antrag zuzustimmen. Aber ich glaube, wir sollten im Ergebnis auch nicht für wichtiger nehmen, als er ist. Aber wie gesagt, entscheidend ist am Ende das, was in der Verwaltung passiert. Danke. Dankeschön. Dann machen wir weiter. FDP, Herr Blödner. Bitte schön. Nur noch kleinen Antrag. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Photovoltaik auf städtischen Gebäuden reich ausbauen. Der Antrag an sich ist selbst relativ unkritisch. Das Kommentar des Oberbürgermeisters im Ausschuss war, das machen wir sowieso in der Menge. Also das scheint sowieso in Planung und insbesondere die großflächigen Dächer von Schulen, Turnhallen sollten ja dann auch genutzt werden. Vielleicht dann auch in Richtung AfD, dass es an vielen Stellen mittlerweile rentabel ist, zeigt sich ja an dem privatwirtschaftlichen Wachstum in dem Bereich. Das ist jetzt nicht ohne, was Enpal und Co. auf Dächer bringen und dass man mit Turnhallendächern und Ähnlichem wahrscheinlich die hier in der Stadt die besseren Grundlagen seitens der Stadt hat, als beispielsweise viele Einfamilienhäuser, das sollte dann auch logisch sein. Da sollte man sich vielleicht auch die aktuellen Zahlen und nicht die von 2019 heranziehen. Und die Sachsenenergie wird es auch nicht machen, wenn es nicht rentabel ist. Deswegen der Grundantrag okay, die linken Änderungen auch. Und jetzt unser Änderungsantrag, da haben wir die Zahl nochmal auf 25% reduziert. Das heißt, mindestens 25% der Aufträge sind öffentlich auszuschreiben. Was bezweckt der Änderungsantrag? Unser Ergänzungsantrag konzentriert sich auf die Frage des Wie.
Die Stadt hat die Möglichkeit, mit der Inhouse-Vergabe solche Aufträge direkt an die EVD bzw. Sachsen Energie durchzureichen. Das mag unkompliziert klingen, aber in Sachen Wettbewerb, Energiemarkt, Handwerker und Ähnlichem stellt sich schon die Frage, sollte ein Anbieter im Zweifel alles machen? Und das ist dann schon grenzwertig. Klar, es ist unser städtisches Unternehmen, aber müssen wir das dann zum städtischen Monopolisten für alles aufbauen oder sind nicht doch verschiedene Anbieter sinnvoller? Ist dann auch die Weitergabe mit dem Inhouse-Verfahren, wie wir es an die Sachsen Energie machen, tatsächlich marktgerecht? Auch wenn es unser eigener städtischer Energieversorger ist, der Wettbewerb sollte weiter da sein, die Transparenz muss auch da bleiben. Entsprechend daher unser Antrag, mindestens 25% öffentlich auszuschreiben, dann wissen wir, was der Markt hergibt. Sachsen Energie kann, wenn es der beste Anbieter ist, das genauso dann gewinnen, aber es muss zumindest transparent werden, es muss für andere auch die Möglichkeit geben, dadurch entsprechend unser Antrag. Und für die Stadt muss sich natürlich am Ende auch rechnen. Das soweit als Erklärung und wir bitten dann entsprechend um Zustimmung. Linken Änderungsantrag kann man auch so mitnehmen. Dankeschön. Dann würden wir weitermachen. Ich habe es jetzt nicht ganz verfolgt. Dann Herr Lichti oder Herr Deppe zuerst. Herr Lichti, dann Herr Dr. Deppe und dann Herr Böhm. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Also in dieser Debatte ist wieder dermaßen viel Zeug geredet worden. Ich bin fassungslos. Ich weiß nicht, in welcher Welt leben Sie denn? Nehmen Sie gerade wahr, was in der Welt passiert? Nehmen Sie wahr, was in der Bundesregierung passiert? Wie gerade? Sie lesen ja nur Ihre Rechtspresse, die natürlich nicht in der Lage ist, rationale wirtschaftliche Erwägungen zu... Okay, aber ist egal. Natürlich, die Kritik am Grünen-Antrag kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Natürlich ist er etwas hilflos. Natürlich stammt er mental aus einer Zeit, als es darum ging, sozusagen die PV, die, sage ich mal, noch in den Startlöchern stand, ja, sozusagen ein bisschen zu unterstützen und so weiter. Aber, meine Damen und Herren, diese Zeit ist, glaube ich, seit 10 Jahren vorbei. Was bleibt und was natürlich der Anlass dieses Antrags war, was ich sehr gut nachvollziehen kann, keine Sorge, Herr Dr. Deppe, wir stimmen selbstverständlich zu, aber ein bisschen darf ich noch was dazu sagen, oder? So, aber ich komme auch noch zu den anderen. Also, zum Glück ist die Zeit, glaube ich, über diese Art von Anträgen hinweggegangen, wirklich. Eigentlich sind sie nicht mehr nötig. Stichwort, was der erfolgreichste Wirtschaftsminister Deutschlands seit den Zeiten von Ludwig Erhard, nämlich Robert Habeck, im letzten halben Jahr geleistet hat, ist gigantisch. Wenn Sie mal die Zahlen zu... Er hat nicht nur Deutschland vor der russischen Erpressung, vor ihren Freunden in Moskau gerettet, er hat auch eine gigantische PV-Offensive im ersten halben Jahr, die man einfach nachlesen kann. Wenn man des Lesens kundig ist oder wäre, dann könnte man nachvollziehen, wie gerade die PV boomt im Augenblick. Und weitere Stichwort, ich weiß, an Ihnen geht es ja vorbei, Balkonsolarkraftwerke. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Da wird hier einiges passieren, und zwar im privaten Bereich. Und es wird natürlich die Photovoltaik weiter nach oben bringen. Herr Wirz, in seiner unnachahmlichen Art und Weise, wir haben diese Art von Reden ja schon öfters hier hören müssen, ja, natürlich ist es bekannt, dass Sie, Herr Wirz, und leider auch Ihre Fraktion mitziehend, ein eingefleischter, erbitterter, mit emotionaler Wärme, Hitze unterfütteter Gegner der erneuerbaren Energien sind. Aber was nicht geht, finde ich, dass Sie hier einen Gastredner eines Dresdner Unternehmens zum wiederholten Male hier madig machen. Dass Sie den hier madig machen. Ich sage Ihnen ganz klar, ich bin stolz, dass Heliatec ein Dresdner Unternehmen ist und ich finde es beschämend, dass wir hier noch kein Demonstrationsobjekt in unserer Stadt von dieser Firma haben. Das sollte unser Ziel sein. Und wenn ich dann hier die Linke, der Hüter der Wirtschaftlichkeit des Haushaltes, ich könnte fast irgendwie die Krise kriegen, wenn ich sowas höre. Ich weiß nicht, ich bin ja Jurist, ja, der Kollege Scholbach auch. Da fällt mir ein, es gibt einen berühmten Satz in der Sächsischen Gemeindeordnung. Ich bin auch Volljurist, Herr Kollege, wir sind sogar Kollegen im selben Anwaltsstande. Also,
Es ist völlig klar, jegliches Handeln der Gemeinde muss dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit entsprechen. So steht es in der Gemeindeordnung. Und genauso ist dieser Antrag auch gemeint. Er kann gar nicht anders verstanden werden. Und wenn Sie jetzt hier sagen, ja, wir müssen jetzt hier für die Wirtschaftlichkeit sorgen, dann ist es nur Ihr Wille, die Photovoltaik und erneuerbare Energien schlecht zu reden. Und das finde ich schäbig. Muss ich jetzt echt mal so sagen. Okay, und bitte auf die Zeit nochmal achten. Einen Satz gestatten Sie mir noch zur FDP. Ja, ich stimme Ihnen ausdrücklich zu. Ich finde es nicht gut, so wie die Stadtverwaltung es macht, dass sie es nur mit Inhouse-Vergaben macht. Ich finde es ausdrücklich gut. Und da ich ja im Jahr 2017 noch irgendwie am Rande beteiligt war an diesem Antrag, das war auch damals unser Wille. Es gibt hier eine Bürgerenergiegenossenschaft. Es war ausdrücklich mein Wille jedenfalls, es nicht der Sachsenenergie allein oder damals der Drehwag zu überlassen. Und ich sage Ihnen auch den Grund. Die Sachsenenergie hat leider nach ihrer tatsächlichen Geschäftspolitik kein Interesse am Ausbau der Photovoltaik. Das müsste man, nee, es hat ganz andere Interessen. So, das sind jetzt mehr als ein Satz. So, also, meine Damen und Herren, Herr erster Bürgermeister, vielen Dank für Ihre Geduld, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir stimmen dem Antrag zu. Okay, bevor wir jetzt weiter die Redner aufrufen, würde ich mal vorschlagen, dass wir jetzt Herrn Böhm, dann Herrn Wirz natürlich, Herr Dr. Deppe als Schlusswort. Bevor Herr Dr. Deppe das Schlusswort hält, würde Frau Jenigen noch mal was dazu sagen. Aber dann würde ich anregen, dass wir hier die Debatte beenden und abstimmen. Wir haben noch einen weiteren Tagesordnungspunkt, den wir heute schaffen sollten. Und deswegen würde ich jetzt noch mal aufrufen, Herrn Böhm, dann, wie gesagt, Herr Wirz, dann Frau Jenigen und Schlusswort Dr. Deppe. Ja, mein lieber Jan Dönhäuser, ich hatte es vorhin vergessen, aber Stefan Engel hat mich dann noch mal daran erinnert, dass ich vorhin vergessen hatte, das Handeln der Verwaltung. Es ist ja schön, dass wir jetzt als Stadt vorangehen wollen und wollen auch auf Denkmalschutzgebäude Solar machen, das soll alles schneller und einfacher gehen. Ich denke jetzt dran, mich hat unlängst in einer anderen Sache jemand vom MDR interviewt, ein Reporter, und der wollte auf seinem Mehrfamilienhaus in wunderschönen Striesen-Bleusewitz mit Denkmalschutz wollte der PV-Anlagen installieren. Und wissen Sie, warum es das nicht wurde? Weil das Bauaufsichtsamt und die Denkmalschutzbehörde haben es untersagt. Mein lieber Kollege Kühn, und das passiert regelmäßig, das höre ich von vielen Ecken. Also wir müssen also auch an der Stelle was tun. Wenn wir denn mehr Solar wollen, dann müssen wir auch dafür schauen, dass die Leute, die es machen wollen, auch auf Denkmalschutzgebäuden ihre Genehmigung kriegen. Okay, dann Herr Wirz, bitte. Verzichtet, dann Frau Jenigen und dann Schlusswort Herr Dr. Depp. Vielen Dank für die Diskussion und dass ich noch mal kurz das Wort nehmen darf. Ich möchte gerne einige Punkte richtigstellen. Erstens, die Nutzung der stadteigenen Dächer für PV-Anlagen ist eine Maßnahme des alten Klimaschutzkonzeptes von 2013. Die müssen wir umsetzen. Es ist sinnvoll, es ist notwendig. Dazu brauchen wir kein Neues und keine Fortschreibung. Wir waren am Anfang zu langsam, jetzt sind wir mit der Umsetzung vorangekommen, aber wir müssen auch noch schneller vorankommen. Und das bietet auch ein großes Potenzial, weil die neue Technik an Anlagen und an Folien, mit denen man eben auch Gebäudeteile nutzen kann, Gebäudewände, wenn sie gut liegen, bietet viel bessere Potenziale. Um diese Potenziale einschätzen zu können, haben wir erneut, wie beim letzten Klimaschutzkonzept auch, als Grundlage für das Neue, das wir Ihnen im Herbst vorlegen werden, eine erneute Potenzialanalyse beauftragt, die gezeigt hat, und das hatte Herr Deppe in der Präsentation gezeigt, welche Möglichkeiten im Stadtgebiet mit der neueren, ertragreicheren PV-Technik bestehen. Wenn Sie das im Themenstadtplan aufklappen, sehen Sie auch den Hinweis, dass dort natürlich die denkmalgeschützten Gebäude enthalten sind, dass dort eine Genehmigung erforderlich wäre. Es ist ja nicht so, dass man die nie kriegt. Und dass diese Potenziale auch vorsichtig gerechnet sind. Ein Solarkataster, Herr Wirz, ist das nicht, sondern es ist ein Hinweis, wo ertragreiche Dächer sein können. Und so ist es auch gedacht. Für uns ist es aber eine Handlungsgrundlage, um zu bestimmen, was wir mit den städtischen Gebäuden machen können. Drittens, nein, es wird keine Direktvergaben an die Sachsenenergie geben können, weil die Sachsenenergie als unser Energieversorger kann natürlich nicht direkt die städtischen Dächer beanspruchen. Erst jetzt
haben wir seit dem letzten Jahr mit der Energieversorgung Sachsen eine inhousefähige Tochter, die über eine Inhouse-Vergabe, also zu günstigeren Konditionen, der Stadt Dresden ihre Installation und Planungsleistung für PV-Nutzung anbieten kann. Das ist ein großer Fortschritt und das hilft, diese Potenziale, die wir haben, schneller zu erschließen und damit auch Geld zu sparen. Ich stimme aber an der Stelle auch allen zu, die sagen, wir brauchen eine Anbietervielfalt. Wir haben mit den Dächern, die wir früher ausgeschrieben und an die lokale Energiegenossenschaft Egneos vergeben haben, gute Erfahrungen gemacht. Die Energiegenossenschaft war schnell, hat gute Leistung angeboten. Wir können die wichtige Aufgabe PV-Nutzung für die Stadtverwaltung auf mehrere Beine stellen. Wir können auch technologisch neue Wege gehen, mit Nutzung der Folien, mit noch ganz anderen Fragen. Wir haben ja jetzt auch erstmalig bei einem Krankenhaus eine PVT-Anlage, also eine kombinierte Solarthermie-PV-Stromanlage gefördert. Da müssen wir Erfahrungen sammeln. Und zum Schluss will ich noch was sagen zur Stabsstelle. Ja, die Stabsstelle gehört jetzt wieder mit in meinen Geschäftsbereich ab Februar. Jetzt sind wir so weit, dass wir Personalstellen besetzen können. Wir haben diese Stellen ausgeschrieben, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen in den letzten Wochen und werden jetzt in die Besetzungsgespräche gehen und dann handlungsfähig sein. Die Stabsstelle soll für alle gebäudeverwaltenden Ämter und auch für kleinere Betriebe die Arbeiten koordinieren, sodass es verschiedene Angebote gibt, dass die Ausschreibungsmöglichkeiten besteht, dass eigenwirtschaftliche Maßnahmen wo gewollt notwendig sind und dass eben auch auf die Leistung der EVD zurückgegriffen werden können. Wir wollen natürlich vorrangig die niedrig hängenden Früchte ernten, da gucken wir sehr stark auf die Schulgebäude vom Kollegen Donhauser, aber wir müssen uns auch mit dem Thema Denkmalschutz auseinandersetzen und auch das haben wir vor in der Stadtverwaltung. Bringen wir es zusammen in die Reihe. Vielen Dank. Schönen Dank. Und bevor jetzt Dr. Dapp, haben wir noch einen kurzen Hinweis von der Kulturbürgermeisterin. Bitte schön. Genau, aber in Zuständigkeit für die untere Denkmalbehörde, meine Damen und Herren. Ich freue mich ja, dass wir uns so einig sind oder dass zumindest ein breiter Konsens im Saal herrscht zu diesem Thema. Ich darf Sie ganz aktuell einladen anlässlich des Tages des offenen Denkmals am kommenden Sonntag um 10 Uhr. Bietet die untere Denkmalbehörde im Kulturrathaus einen Vortrag von Professor Grunewald vom Institut für Bauklimatik der TU Dresden an zum Titel Beiträge zur Entwicklung von nachhaltigen regenerativen Energieversorgungskonzepten unter Einbezug des Denkmalschutzes. Und im Anschluss findet bis 14 Uhr, also 11 bis 14 Uhr, eine individuelle Bauherrenberatung für Denkmaleigentümer zum Thema erneuerbare Energien an Denkmälern statt. Wer also jetzt sich an sein Wohneigentum erinnert oder an das seiner Nachbarn, das dringend Beratungsbedarf hat, seien Sie herzlich eingeladen. Sagen Sie es weiter. Es ist auf dresden.de unter Denkmaltag 2023 auch alles nachlesbar. Vielen Dank. Okay, dann Herr Dr. Deppe. Tja, dann arbeiten wir das noch mal ein bisschen ab. Herr Wirtz, also zu Ihnen hat Herr Lichti ja schon viel Zutreffendes gesagt und es war mal wieder schön, Sie in Ihrer unnachahmlichen Art zu erleben. Thilo Wirtz weiß alles und die anderen sind alle blöde. Aber auf ein Detail möchte ich dann doch noch mal eingehen, nämlich die Wirtschaftlichkeit, die Ihnen so am Herzen liegt. Und das am Beispiel des Kulturpalastes. Also ich habe, was den Kulturpalast betrifft, ein eingehendes Gespräch geführt mit Herrn Walter von der Stesat. Und der hat mir versichert, dass es überhaupt kein Problem ist, das auf dem Kulturpalast sehr wirtschaftlich zu machen. Selbst wenn man in Rechnung stellen muss, dass an der Dachkonstruktion noch ein bisschen was verändert werden muss. Also der Kulturpalast ist von seiner Wirtschaftlichkeit her kein Problem. Und er ist es deshalb nicht, weil er ein hohes Potenzial hat. Genau das hat vorhin die Darstellung gezeigt. Also versuchen Sie nicht, mit solchen Gerüchten das Ganze zu zerreden. Dann war ja so ein bisschen
von Herrn Lichti und auch in anderer Weise von Herrn Laczynski, sonst hörte sich das ein bisschen wirr an zu hören. Das Ganze ist jetzt eigentlich ein Selbstläufer, man braucht solche Anträge nicht mehr. Naja, also ganz so ist es nun eben nicht, es ist kein Selbstläufer, ne? Sonst hätten wir eben bereits mehr PV auf unseren Dächern. Und was speziell die Sachsenenergie betrifft, Herr Laczynski, Sie haben gesagt, naja, die würden das sowieso machen. Nein, sie machen es nicht sowieso. Ne? Und deshalb müssen wir eben aus unserer Sicht nun doch noch solche Anträge schreiben, wo dann eben bestimmte Vorgaben gemacht werden. Ne? Und wir denken schon, dass das jetzt besser laufen wird, weil seit 2021 sind eben die Ziele auch erfüllt worden, die wir vorgegeben hatten mit den 10 Dächern. Und wir denken, das wird jetzt auch mit den 30 Dächern laufen. Und ich denke, wenn wir das jetzt so machen, dass wir teils Inhouse-Vergabe haben, teils Ausschreibung, dann werden wir das auch gut hinkriegen. So, nur noch ein letztes, lieber Stefan Engel. Die Grünen sind ja neuerdings an allem schuld, wenn irgendwas hier in der Stadt nicht läuft. Ne? Ja, das ist ja so ein bisschen jetzt, das ist ja jetzt so ein bisschen der SPD-Sprech geworden. Ne? Da möchte ich dann doch mal darauf hinweisen, dass unter dem Sportbürgermeister Peter Lahmes, SPD, das Steierstadion geplant wurde. Und da waren keine PV-Anlagen auf den Tribünendächern vorgesehen. Ne? Und dafür mussten wir dann im Nachgang mühsam sorgen, ne? Dass das dann passiert ist. Ne? Also so viel mal zu dem Thema, wer ist hier an allem schuld. Ne? Gut, ich denke, ansonsten ist aber eine doch relativ breite Zustimmung jetzt deutlich geworden zu dem Antrag mit eben diversen Änderungen. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken und ich denke, es wird uns schon einen Schritt vorwärts bringen. Vielen Dank. Okay, dann würden wir zu den Abstimmungen kommen. Ich würde zuerst aufrufen den FDP-Antrag, der bezieht sich auf die Ergänzung dann Punkt 1 im federführenden Ausschussbericht. Dann würde ich als zweites den linken Antrag aufrufen, mit der Ergänzung zu dem, was die Grünen dann im dritten Antrag beantragen, das wieder, was im Ausschuss ablehnend war, wieder als Punkt 2 zu ergänzen. Wenn der linken Antrag eine Mehrheit hat, hat sich der grünen Antrag erledigt. Wenn der linken Antrag keine Mehrheit hat, würde ich dann nochmal den grünen Antrag abstimmen lassen und zum Schluss dann den federführenden Ausschussbericht. Wer dem Ergänzungsantrag Punkt 1 der FDP-Fraktion zustimmen oder anders? Gibt jetzt bitte sein Stimmzeichen. War schon wieder im Ausschuss. Mit 49 Ja, 15 Nein, dann so beschlossen. Dann rufe ich den Ergänzungsantrag der Fraktion Die Linke auf. Wer bitte hier das Stimmzeichen? Mit 39 Ja, 25 Nein, bei 2 Enthaltungen auch so beschlossen. Und da stelle ich den so ergänzten federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Ich bitte um das Stimmzeichen. Das wäre dann mit 48 Ja, 16 Nein, 1 Enthaltung so mehrheitlich beschlossen. Vielen Dank.